Ich glaube, so sieht auch gerade sehr lustig aus. Dankeschön. Ist auch so ein bisschen verschweißt, oder? Auch noch ein bisschen. Nee, das ist die Melone eingesammelt. Boah, ich gehe morgen einfach mal in Aldi und guck, was die da so alles rumliegen haben. Weißt du noch früher, als Aldi so der uncoole Laden war? Ja. Seit ich Kaufland kennengelernt habe. Ich gehe so gern zum Aldi inzwischen. Freche Sachen, alles schön. Ich gehe nur zum Rewe. Na gut, Aldi ist mir zu ghetto. Sowas habe ich halt nicht nah genug. Ja, sowas kannst du dir auch nicht leisten. Doch. Manchmal. Aber nur weil du deine Miete nicht selber zahlst. Manchmal. 220. Achso, insgesamt hoffe ich. Nicht neben Level. Oh, das gibt's ein Boss-Level. Oh nein. Wieso? Die machen Spaß und sind da. Aber da sind wir so schlecht drin. Willst du deinen Joche nicht mehr ändern? Du kannst nämlich hier die auf der Map stehen direkt ansprechen. Ja, aber die finde ich alle hässlich. Och, mein? Ja. Aber du hast ihn eben noch als cool bezeichnet. Nein. Okay. So, wie hieß denn der Boss hier? Knobbert. Das ist ein schöner Name. Irgendwie erinnert mich das an Schnubbi. Schnurrbert. Vermutlich. Knurrbert. Ich liebe diese Yoshi-Geräusche, ganz ehrlich. Lass erstmal wieder rumfliegen, ob es hier was zum Sammeln gibt. Aber da wir eh nochmal dahin zurückkommen werden. Ich habe was zum Sammeln gefunden. Wollt man. Da oben in der Ecke. Da oben in der Ecke. Ist da absolut nichts. Wusste ich doch. Okay, gehen wir nach links einfach. Ich glaube, es wird helfen. Woll, knall! Knall, woll! Okay, ist wieder nichts. Aha. Ich sehe schon, wie man da reinkommt. Genauso. Oh, Koopas, die wirklich wie Panzer funktionieren. Zerschlagen gibt's. Koopas sehen cool aus. Die können in jedem Spiel so aussehen wie hier. Lebst du? Ja. Oh, Moment, da oben links. Das sieht aber auch begehbar aus. Ja, habe ich mir hier meinen Standardsticker gefunden. Ja, super, und dafür schön die Blümel. Blümel. Die Blümel übersehen. Die Blümel. Habe ich mal Blümchen übersehen. Ach, Panzer. Fang! Ist es gerade gestorben? Hä? Ich habe gerade noch was in deine Richtung geschossen. Eigentlich. So, da links. Ist das ein guter Weg? Nee, das ist eine Gegnerhöhle. Eine Gegnerhöhle? Danke, danke. Ich will! Man sieht den Skill bei uns. Dieser fürchterliche Skill. Ja, dieses, wo du denkst, oh Gott, hoffentlich bin ich noch mehr Spieler. Wobei, ich fand es sehr interessant, dass Dodo kommentiert hat, dass wir uns anscheinend gut anstellen. Und wenn Dodo sowas schreibt, heißt das erstmal, wir sind saugut. Und zweitens guckt er uns jetzt aktuell am liebsten, weil wir es als einzige können von den RPern, die er sonst verfolgt. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil wie kann man diese Spiele nicht können? Aber es ist halt so, wie wir es erwartet haben, ne? Es ist genau das Teddy und Try-Spiel, was wir damals schon angekündigt haben, nach der Gamescom. Die Gamescom! Gehst du eigentlich dieses Jahr auf die Gamescom? Nö. Ich auch nicht. So, wir werden eh nur zusammen hin. Nur um 36... Warst du hier links schon mal? Ja. Okay, willst du nur wissen. Nachdem wir dann 36 Stunden am Nintendo-Stand angestanden haben, wird uns gesagt, dass Zelda irgendwann 2017 rauskommt und damit ist dann die Gamescom für mich gelaufen gewesen. Ich glaube, du musst dich nicht am Stand anstellen, um zu erfahren, wann Spiele rauskommen. Doch, doch. Ist jetzt neuerdings so, das Internet ist jetzt abgesetzt und... Internet! Du meinst die Lügenpresse? Genau die. Warum habe ich die schon wieder? Hier, nimm mal ein paar Arbeitsteile. Aua. Viel bessere Frage ist... Warum startet man denn? Hüpfen. Gut. Geht man jetzt trotzdem oben lang? Nein! Soll ich dich hochziehen? Und dann ist jetzt die Frage, geht's da unten noch besser oder nicht?
Kam er von da unten her oder nicht? Keine Ahnung. Muss ich mir mal merken, dass ich da, dass wir da lang sind beim nächsten Singleplayer-Abschnitt. Bam. Wir haben auch. Ist was abgebrannt? Hä? Nee. Warum gehst du jetzt wieder? Aus Versehen. Ach so. Es ist wahr. Ja. Oh, hallo. Hat jetzt gut gemacht, ja? Mhm. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich schaff das. Ja. Ich mach einfach schönes Beispiel für Intervall und Frequenz. Was ist das hier? Kann man den nehmen? Nein. Was ist das denn? Das ist ein Oldschool-Panzer. Aber ein sehr Oldschool-Panzer. Ich hab was gefunden. Ich glaube, ich habe eher was gefunden. Weil das bei dir sieht aus wie... Nee. Hä? Ich hätte schwören können, dass es bei mir das Versteck gewesen ist. Das ist ein verficktes Labyrinth, ist das. Wie wär's, du triffst einfach mal dieses blöde Ding da. Ich habe sogar beide getroffen. Musste ich ein bisschen lachen. Komm mal mit hier hoch, weil das ist der richtige Weg. Nicht dampfen! Alter, ich dachte schon, du bist jetzt durch. Ist doch bloß Teamwork? Funktion. Schon wieder einer weg. Ach, Kacke. Na gut. Wie gesagt, hier oben habe ich noch was entdeckt und da ist bestimmt die Nummer 2. Hoffen wir es. Die zweite Blume haben wir auch schon übersehen. Ja, meine ich doch damit. Achso. Achso, nee, Blume. Ja, stimmt. Vergiss, was ich gesagt habe. Versuchen wir herauszufinden, was er erreichen will. Ich hab die vierte Blume gefunden. What? Okay. Habe ich auch nicht ganz mitgerechnet. Ich werde hätten wir es in den Wintertag aufgenommen, dann wäre das komplett anders gelaufen. Kann auch nochmal zurückgehen. Boah, lass einfach mal schauen. Haben wir nichts zu tun. Außer schwitzen. Sind aber halt auch so assi versteckt teilweise. Hm. Schau mal, da runter hätten wir auch mal gehen können. Ja, machen wir noch. Ich habe gerade voll auf dich geguckt und mich gefragt, wo bleibt der Idiot? Jetzt sterbe ich wegen ihm. Achso, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich habe es eben noch befürchtet. Mist. Ja, gehen wir wieder hoch. Oder? Ja, gibt hier keinen anderen Weg. Na, da guck mal. Du darfst nun sterben. Springen wir nach rechts. Waren die da vorhin auch schon da? Ja, ich habe sie mit dem Cooper weggemacht, was ich eben auch machen wollte, aber irgendwas habe ich geschnappt und dann war ich weg. Passiert. Darf halt nicht. Hier gibt's nichts mehr. Ups. Das sah irgendwie cool aus. Nicht nach Absicht, aber cool. Dass ich immer noch lebe, ist ein halbes Wunder. Hier ist nichts. Sah unglaublich beschränkt aus, wie Yoshi die ganze Zeit versucht irgendwie. Nein, geh nochmal. Nein, jetzt bist du schon wieder hochgehüpft. Ich habe überlegt, ob da unten wo die Pflanze war, die ich eben gekillt habe. Dahinter noch ein Versteck war. Vermutlich ist das Ding einfach nur auf der anderen Seite. Moin Moin. Ich bräuchte kurz so einen Knoll. Danke. Du darfst doch hüpfen. Was war mit der Tür da hinten? Oh. Danke. Kein Geschehen. Alles gesammelt. Ja. Das ging schnell. Ach, wir kamen da eben ohne das Ding hin.
Achso, ja, weil wir gut sind. Was war mit der Tür hier? Die ist zu. Die da oben drüber? Da waren wir schon drin. Waren wir da drin? Ja. Ja. Okay. Ja. Ach, da war die vierte Blume drin, ne? Mhm. Das war dieser What the fuck Moment. Hier? Da wäre bestimmt die Entscheidung. Vielleicht sollten wir uns absprechen, wer wen umbringt. Das ist immer abwechselnd passiert. Okay. Blinde Absprache. Das ist ganz einfach. Ich alle. Ich alle? Lass mal den Panzer jetzt hier schießen und den verfolgen. Okay, hol das Ding da oben noch. Okay, dann gehen wir drauf. Okay, lass mal runter. Komm hier. Zack. Wo sein? Panzer? Weg. Auch gut. Das ist irgendwie nicht so schön. Nummer 2. Ich hab mir da schon ein bisschen mehr. Wo ist denn der zweite? Ist der so früh am Start gewesen? Aber das ist doch hier schon. Hier war der Start. Das ist der Start. Muss man diesen Schlüssel irgendwie einlösen? Ja, nach oben lenken, aber. Mich wundert halt auch, dass dieser Cooper da. Also ist, die nein, ich wollte da noch nicht rein. Oh, ist das Zugang, ich hoffe. Nein. Oh. Gut, dann. Neuer Job für mich. Hallo? Hauptsache der letzte ist dann. Komm, Nummer 2. Nee, es geht doch nur bei den Blumen. Nintendo kann, glaube ich, nicht zählen. Die 2 kommt jetzt gleich noch. Hehe, stimmt. Immer dran glauben. Oh Gott. Habe ich mein Fauxpas wieder ein wenig ausgeglichen? Oh mein Gott! Irgendwie erinnert mich das gerade viel zu sehr an Mario. Weil wir Probleme haben, nicht vorankommen? Nee, so von der Optik her, vom Setting her und von den Gegnern. Von der Wolle. Schon voll spät. Voll nach 10 schon. So, Story. Ich darf den Kamek wieder sprechen. Denkt ihr, ihr könnt meine Pläne mir ist warm, jetzt ist Schluss. Klick. Knotbert macht diese Yoshis Blatt. Who the fuck is Knotbert? Das ist alles, was ich mich gerade frage. Hat ein Paracupa Knotbert. Oh Gott, das tut mir echt leid für ihn. Oha. Und doch mal den Boden. Das ist irgendwie eine coole Ansicht. Mhm. Na komm, Knotbert, nicht kotzen. Der mag mich irgendwie nicht. Doch, er sucht deine Nähe. Das ist ein schönes Teamwork, oder? Geh da weg! So ein schönes Teamwork. Erstmal gegenseitig töten. Skill. Ja, das wäre dann noch Knotbert, glaube ich, jetzt gewesen. Ich lasse ihn nicht mehr landen. Wir schaffen's noch! Meine. Ah, dieses Spiel ist so toll. Ja. Es ist immer noch viel zu warm. Das stimmt. Wieso freuen die sich eigentlich so? Bei denen müsste auch ziemlich warm sein, wenn ich den Hintergrund angucke. Es sind Dinos, es ist denen wurscht. Dino-Wurst. Schon wieder. Aber das ist auch echt interessant, dass wir auch immer die gleichen Paare nicht finden. Seltsam. Wo auch immer das da gewesen sein soll. Also da geht mir das echt bestimmt so ein versteckter Raum, wo beide direkt so fett ins Gesicht grinsen. Ja, uns fehlen so ein paar Yoshis inzwischen. Nur ein Trickanstecker. Finde alle Yoshis. Ich glaube, der Anstecker heißt, du kannst keinen Feuerschaden nehmen.